Hallo meine Damen und Herren, danke, dass Sie wieder reinschauen. Ich grüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Dienstag, dem 24. Februar 2015. Blicken wir ein wenig zurück. Der DAX schaffte es gestern doch recht bequem, oberhalb der 11.000er Marke zu schließen nach einem Tagesplus von 0,72%. Stärkste Einzelwerte waren Deutsche Börse übrigens, 2,72% Kursanstieg. Merck ebenfalls recht freundlich, plus 2,22%. Schlusslichter waren Deutsche Telekom und ThyssenKrupp. Überhaupt gab es aber nur 5 Verliereraktien unter den 30 Einzelwerten. Der MDAX, der TecDAX konnten noch etwas ausgeprägter zulegen. Nicht aber die Wall Street, hier war minimaler Rückgang bzw. Wassertreten angesagt. Der Index lag per Handelsende mit 0,03% auf der Verliererseite. Kommen wir gleich zu einigen Unternehmensschlaglichtern. Fangen wir mal an mit Aixtron. Aixtron meldete Zahlen für das Geschäftsjahr 2014. Der Umsatz wurde leicht verbessert von vorher 182,9 auf 193,8 Millionen Euro. Der Betriebsverlust, also negativer EBIT, wurde reduziert von zuvor 95,7 auf 58,3 Millionen Euro. Die EBIT-Marge lag also immer noch im tiefroten Bereich, minus 30%, nämlich nachdem vorher sogar eine Negativmarge von etwa 52% zu verzeichnen war. Die Aktie wurde im Gesamtjahr minus 0,56 Euro verdient, in Anführungsstrichen. Auch der Anlagenauftragseingang kann mich nicht so richtig überzeugen. Die DFB ist ja bei dieser Aktie derzeit nicht mit einer Kaufempfehlung an Bord. Heute müsste ich das auch nicht ändern, aber natürlich ist es schon möglich, dass eine so ausgebombte Aktie irgendwann dann doch zu einer Gegenbewegung ansetzt, möglicherweise auch eben bedingt durch Short-Eindeckungen. Heute ist die Aktie jedenfalls recht freundlich gewesen. Nächstes Schlaglicht ist Manz. Es gab vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr. Gut sah es aus in der Umsatzrechnung mit rund 15% Anstieg auf rund 306 Millionen Euro. Das war ein neuer Rekordwert. In der Ergebnisrechnung sah es weniger schön aus, gerade auch durch negative Sondereffekte ergab sich ein EBIT von minus 32,8 Millionen Euro. Aber in diesem Jahr soll der Umsatz weiter vorankommen und die Profitabilität signifikant verbessert werden. Konkret hat man sich einen Umsatz von oder zwischen 320 und 340 Millionen Euro vorgenommen. Dabei soll das EBIT deutlich positiv ausfallen. Die Aktie heute Morgen leicht im Plus. Kommen wir zum Terminkalender, hier Informationen von Börse Go. Für heute war bzw. ist beispielsweise angesetzt für Deutschland der Bericht oder die zweite Veröffentlichung in Bezug auf die Wirtschaftsleistung, die Entwicklung der Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2014. Außerdem beispielsweise für die Eurozone die Informationen über die Entwicklung bei den Verbraucherpreisen als endgültige Fassung. Heute melden sich einige Notenbanker zu Wort, nämlich beispielsweise EZB-Präsident Draghi, in diesem Fall in Frankfurt. Und in den USA ist es die Fed-Chefin Janet Yellen, und zwar vor dem Senat. Außerdem für die USA beispielsweise auch für heute angesetzt der Market-Einkaufsmanager-Index für den Dienstleistungsbereich und auch die Informationen über das Verbrauchervertrauen ermittelt durch das Conference Board. Ja, außerdem einige Quartalszahlen bzw. Unternehmensmeldungen, beispielsweise Hewlett-Packard ist dabei, Home Depot ist dabei und auch Telefonica Deutschland. Zur Strategie. Der DAX ist für mich im Moment ein wenig schlecht zu greifen. Eigentlich ist er überkauft, aber er will partout nicht korrigieren. Der Weg des geringeren Widerstandes scheint nach oben gerichtet zu sein. Und das ist natürlich schon auch etwas gefährlich, sich dagegen zu stellen. Aber für breite Käufe reicht es bei mir dann heute doch eher nicht. Und insofern können auch Sie es auch eher ruhig angehen lassen heute. Danke, dass Sie dabei waren. Ihr Walter Thyssen.